Hallo, ich bin Nina und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu diesem Video, in dem ich dir verschiedene Übungen zeigen möchte, mit denen du deinen Körper mobilisieren und kräftigen kannst und die sich ganz hervorragend eignen, um diese als feste Routine in deinen Tag einzuplanen. Wir werden alle Übungen im Stehen durchführen. Falls du Probleme mit dem Gleichgewicht haben solltest, hol dir aber vorab auf jeden Fall noch einen Stuhl dazu, damit du dich festhalten kannst. Außerdem brauchst du 2 kleine Wasserflaschen. Genug geredet, los geht's! Wir legen los, gehen auf der Stelle diagonal rechter Arm und linkes Bein hoch im Wechsel. Das Ganze machen wir 10-mal. Weiter geht's mit Übung 2, Wadenheben. Ihr könnt euch an einem Stuhl gerne festhalten und drückt euch hoch auf die Zehenspitzen. Das Ganze auch wieder hier 10-mal. Hoch und tief. Hoch und tief. Sehr, sehr gut. Weiter geht's mit Beinheben, auch hier diagonal im Wechsel, rechte Hand, linkes Knie. Baut da ruhig ein bisschen Druck auf, hier auch einmal von der Seite, rechts und links im Wechsel. Weiter geht's mit der Abduktion mit der linken Seite. Haltet euch am Stuhl fest und das Bein geht, soweit es euch möglich ist, nach außen raus. Hoch, hoch. Hoch, sehr schön. Weiter geht's mit der rechten Seite. Auch hier haltet ihr euch wieder am Stuhl fest, an der Stuhllehne. Und das rechte Bein geht so weit zur Seite auf, wie es euch möglich ist. Hoch und tief. Hoch und tief. Standbein ist leicht gebeugt. Weiter geht's mit der Extension. Ihr haltet euch an der Stuhllehne fest und das Bein geht nach hinten weg diesmal. Davor haben wir es zur Seite abgespreizt und jetzt eben nach hinten. Pro Seite auch hier 10 Wiederholungen. Dranbleiben. Wir wechseln die Seite. Jetzt mit dem rechten Bein nach hinten. Nur so weit, wie es für euch möglich ist. Ihr macht was für die Beinmuskulatur und was für die Gesäßmuskulatur. Ganz, ganz wichtig. Letzten Wiederholungen. Geschafft. Weiter geht's mit der Kniebeuge. Ihr haltet euch hier auch zur Sicherheit an der Stuhllehne fest und setzt euch tief nach hinten weg. Hier ist wichtig, dass die Knie hinter den Fußspitzen bleiben. Stellt euch also vor, da ist ein Stuhl, auf den ihr euch setzen möchtet. Wenn ihr nach oben kommt, könnt ihr den Popo ein bisschen zusammenkneifen und dann wieder tief. Dranbleiben, gleich geschafft. Weiter geht's mit Übung 7. Wir machen was für die Arme. Ihr nehmt die Wasserflaschen dazu und ihr streckt die Arme nach außen auf und bringt sie vor der Brust zusammen. Auch hier machen wir 10 Wiederholungen. Achtet hier besonders darauf, dass die Schultern schön unten bleiben, weg von den Ohren. Super. Eine kleine Variation, die Wasserflaschen hängen nun seitlich vom Körper und ihr bewegt sie nach oben. Beide gleichzeitig,
hoch und tief. Immer im Wechsel. Atmen nicht vergessen, Schultern sind trotzdem schön locker, nicht zu den Ohren ziehen. Gleich geschafft. Vorletzte Übung, gleich geschafft. Wasserflaschen in diese Position und über den Kopf strecken. Wenn ihr runter geht, ein 90-Grad-Winkel im Ellenbogengelenk. Und schön hochstrecken und tief. Hoch, tief, hoch, tief. Wunderbar. Letzte Übung, Äpfel pflücken. Die Arme gehen nach oben raus und ihr pflückt ein paar Äpfel, Birnen, was auch immer da hängt, schön lang machen und im Wechsel rechts und links nach oben strecken. Immer ein Stückchen weiter. Ihr habt's geschafft. Linke Hand, rechte Schulter einmal klopfen. Wunderbar, sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und auch gerne den Kanal abonniert. Schaut auch gerne einmal auf der Website vorbei. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.